Die Krim. Endet der Ukraine-Krieg, wo er begonnen hat? Ця російська війна проти України і проти всієї вільної Європи почалась з Криму і має закінчитись Кримом, його звільненням. 2014 annektierte der russische Präsident Wladimir Putin völkerrechtswidrig die ukrainische Halbinsel Krim. Für viele der eigentliche Beginn des Ukraine-Kriegs. Könnte die von der Ukraine angestrebte Befreiung der Krim auch das Ende des Kriegs bedeuten? Das wird auf jeden Fall die Region sein, wo es zu den vermutlich blutigsten Auseinandersetzungen kommen wird. Eine ukrainische Krim ist im Bewusstsein vieler Russen und Russinnen nicht vorgesehen. Ich denke, es ist weniger realistisch, militärisch die Krim zurückzuerobern, als beispielsweise den Donbass. Wie und warum die Halbinsel Krim entscheidend für das Ende dieses Kriegs werden könnte. Jetzt! In der östlichen Donbass-Region kämpfen ukrainische und russische Soldaten nach wie vor erbittert um jeden Zentimeter auf dem Schlachtfeld. Währenddessen bereiten sich Russlands Truppen jedoch auch im Süden des Landes auf eine bevorstehende ukrainische Gegenoffensive vor. Auch auf der Halbinsel Krim. Dort versucht Russland gerade Gräben und Befestigungen zur Verteidigung aufzubauen. Gleichzeitig versucht die Ukraine mit gezielten Angriffen dort schon länger für Unruhe zu sorgen. Ist die Krim kriegsentscheidend? Das kläre ich mit Professor Gwendolin Sasse, wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin und Einstein-Professorin für vergleichende Demokratie- und Autoritarismusforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sebastian Hoppe vom Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin und Professor Kerstin Susanne Jobst vom Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien. Es begann 2014. Der Euromaidan in der Ukraine. Massenproteste gegen den damals regierenden pro-russischen Präsidenten Viktor Janukowitsch. Die Protestierenden forderten einen neuen politischen Weg für die Ukraine. Hin zum Westen, zur Europäischen Union. Und damit auch mehr politische Distanz vom Nachbarn Russland. Also auf der einen Seite eine Ukraine, die sich demokratisieren und nach Westen orientieren möchte. Und auf der anderen Seite ein autoritäres und immer noch imperialistisch denkendes Russland. Was folgte, war ein Bruch des Völkerrechts von Seiten des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim. In dieser Phase, am Ende des Euromaidans, hat Wladimir Putin einen Plan umgesetzt, den es sicher schon länger gab. So hat er es selber später gesagt. Aber er kam überraschend. Er kam überraschend für die Bevölkerung auf der Krim, für die Ukraine insgesamt und ich würde auch sagen für Russland insgesamt. Denn 2014, das darf man nicht vergessen, hat es auf der Krim keine Bewegung für mehr Autonomie, für Unabhängigkeit oder gar einen Anschluss an Russland gegeben. Das hat Russland, das hat Wladimir Putin dann immer wieder so dargestellt, aber das entspricht nicht den Tatsachen. Für dich mal als Einordnung. In den 1990er Jahren, nach dem Zerfall der Sowjetunion, da gab es auf der Krim tatsächlich eine Bewegung für mehr Autonomie, für Unabhängigkeit. Weg von der Ukraine, eher hin zu Russland. Das hat uns auch Gwendolin Sasse erzählt. Doch die Unterstützung vom damaligen russischen Präsidenten Boris Jelzin blieb aus. Das Ergebnis war dann, die Krim mit einem schwachen Autonomiestatus, aber auch immer noch ein fester Bestandteil der Ukraine. Alles klar und deutlich in der ukrainischen Verfassung verankert. Doch es gab auch einen Spezialfall. Sewastopol. Eine Hafenstadt auf der Krim. Dort ankert die russische Schwarzmeerflotte schon seit dem 19. Jahrhundert. Nach dem Zerfall der Sowjetunion ist das so geblieben. Am 28. Mai 1997 unterschrieben der russische Präsident Boris Jelzin und sein ukrainischer Amtskollege Leonid Kravtschuk in Kiew darüber ein Abkommen. Das galt bis 2017. Dann wurde es erneuert und gilt jetzt bis 2042. Als Gegenleistung hat die Ukraine billiges Gas bekommen. Seit der völkerrechtswidrigen Annexion 2014 war das dann alles natürlich passé. Die Hafenstadt Sewastopol hat für Russland als Zugang zum Schwarzen Meer eine enorm große Bedeutung. Sie verfügt über einen Tiefwasserhafen. Das heißt, dort können auch gut große Kriegsschiffe ankern. Aber auch U-Boote. Dazu ist der Flottenstützpunkt ein Warmwasserhafen. Da friert also nichts zu, da können Schiffe zu jeder Jahreszeit auslaufen. Heißt, von dort können russische Kriegsschiffe perfekt das Schwarze Meer kontrollieren und über den Bosporus, mit Erlaubnis der Türkei, das Mittelmeer erreichen. Aus russischer Perspektive kann man sich nicht vorstellen, dass es keine Basis für die Flotte, für die Schwarzmeerflotte mehr auf der Krim gibt. Da muss man natürlich dazu sagen,
Die Basis war ja auch da vor der Annexion. Sie ist aber umso präsenter und umso wichtiger nach der Annexion geworden. Also ja, was würde das bedeuten? Also das Szenario, dass es keine russische Schwarzmeerflotte mehr auf der Krim gibt, die Frage ist, wie käme man dorthin? Ja, was ist der Weg dorthin? Und der Weg dorthin wäre sicherlich eine massive, tiefe militärische und letztendlich auch politische Niederlage Russlands. Also wir reden dann über Veränderungen, die wirklich massiv sind und auch letztendlich aus russischer Perspektive an die Existenz sozusagen gehen, weil das wirklich ein integraler Bestandteil des russischen Militärs und damit auch des russischen Staates ist. Die Ukraine möchte die Krim befreien. Sollte das gelingen, könnte dann Sewastopol als russischer Militärhafen immer noch existieren? Sewastopol, die Krim, für Russland geostrategisch entscheidend hin oder her. Für die Ukraine ist die Krim aber eben ganz grundsätzlich wichtig. Sie ist auf jeden Fall entscheidend. Die Krim gehört völkerrechtlich zur Ukraine. Darüber gibt es gar keinen Zweifel. Schon während der Sowjetunion teilte der damalige Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Nikita Chruschtschow, die Krim der Ukraine zu. Auch weil sie geografisch und logistisch passend am Gebiet der ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik angrenzte. Nach dem Zerfall der Sowjetunion, also seit 1991, ist die Krim Teil des ukrainischen Staatsgebiets und damit ist das auch völkerrechtlich geschützt, abgesichert, safe. Nach der Charta der Vereinten Nationen kann es keine Annexionen geben, nur weil es geostrategisch ganz schick wäre. Ein wichtiger Bezugspunkt ist das Referendum, was am 1. Dezember 1991 in der ukrainischen Sowjetrepublik stattfand und zu diesem Zeitpunkt hat sich eine Mehrheit der Bevölkerung in der gesamten ukrainischen Sowjetrepublik für die Unabhängigkeit ausgesprochen, auch auf der Krim. Die Mehrheit war auf der Krim geringer, es waren 54%. In anderen Landesteilen, auch im Süden und Osten des Landes, waren es zwischen 70% und über 90%. Aber immerhin war es eine Mehrheit bei hoher Wahlbeteiligung. Und das ist eigentlich auch der wichtige Anknüpfungspunkt für die Zugehörigkeit der Krim zur Ukraine. Im Vergleich dazu ist der Anspruch Russlands auf die Krim dann aber viel weniger gut legitimiert und eher so eine Emotionssache, basierend auf ihrer russischen Geschichte. Angefangen mit der ersten russischen Annexion der Krim von Zarin Katharina der Großen 1783. Die Krim wurde im Verlauf des 19. Jahrhunderts zur Perle des Imperiums erklärt. Es gab viele Reisende, es gab viele Berichte, sie spielt in der russischen Literatur eine große Rolle. Es ist ein Sehnsuchtsraum geworden, durch die Schönheit, durch die Werbe, durch die Hymnen der Dichter. Und deshalb ist die Krim im Bewusstsein vieler Russen, ob sie nun jemals auf der Krim gewesen sind oder nicht, es ist so ein Sehnsuchtsort geworden. Die Geschichte der Krim ist äußerst kompliziert. Da gab es viele blutige Schlachten um die Halbinsel, ob im 19. Jahrhundert, der Krimkrieg oder im Zweiten Weltkrieg. Dazu noch wechselnde Regime. Das alles hat zu Umwälzungen in der Bevölkerung geführt. Vor allem das indigene Volk der Krim-Tataren musste da mit am meisten drunter leiden. Besonders 1944, als sowjetische Truppen weit über 200.000 Krim-Tataren in Viehwaggons nach Zentralasien deportierten. Und auch nach der Annexion 2014 hat Wladimir Putin dafür gesorgt, dass sich die Bevölkerung auf der Krim weiter wandelt. Russland hat sehr viel getan, um die Bedingungen auf der Krim zu verändern. Zum Beispiel sind durch Repressionen, insbesondere wieder Krim-Tataren und Krim-Tatarinnen, aus der Region vertrieben worden. Sie sind auch gegangen, bevor sie Repressionen ausgesetzt sein konnten. Es ist nicht die gesamte Bevölkerung, aber es sind Zehntausende, die auf jeden Fall die Region verlassen haben. Und Russland hat massiv Russen und Russinnen auf der Krim seitdem angesiedelt. Man spricht von 100.000, vielleicht sogar 100.000, denn ganz genaue Zahlen kennen wir darüber auch nicht. Damit ändert sich also die Bevölkerungsstruktur und man hat dort Menschen angesiedelt, die nicht ursprünglich jetzt mit der Krim verbunden waren. Das ist also nochmal eine andere Situation als in den seit auch 2014 im Donbass okkupierten Gebieten und auf jeden Fall noch etwas anderes als den seit Februar letzten Jahres okkupierten Gebiete in anderen Teilen des Südens der Ukraine. Klar ist, sollte die Ukraine die Krim zurückgewinnen, sie würde auf eine Bevölkerung treffen, die in den vergangenen Jahren stark von der russischen Propaganda beeinflusst wurde. Aber
kann die Ukraine die Krim überhaupt militärisch zurückerobern? Auf dem Landweg wäre es schwer. Denn will man auf die Krim, muss man durch die Landenge von Perekop. Ein schmaler Streifen Land, der an seiner breitesten Stelle knappe 7 Kilometer misst. Also ziemlich eng, schwer zum Durchkommen für den Angreifer und dadurch wiederum leichter zu verteidigen. Allein wenn man die derzeitigen Fähigkeiten der ukrainischen Armee sich anschaut, dann ist es so, dass die Ukraine nicht in der Lage ist, beispielsweise durch Amphibienfahrzeuge oder mithilfe einer Flotte von der Seeseite auf die Krim zuzustoßen sozusagen und das einzunehmen. Das heißt, man wäre auf andere Mittel beschränkt und diese Mittel sind sozusagen über die Landbrücke anzugreifen. Die sind aber mittlerweile sehr befestigt, also die sind auch zusätzlich befestigt worden von russischer Seite. Das heißt, das wäre extrem blutig und vermutlich extrem verlustreich. Andererseits, die Ukraine hat es ja bereits geschafft, auf der Krim großen Schaden anzurichten, unter anderem mit Raketen. Die Ukraine ist ja sehr erfinderisch geworden, was Technik angeht, was die Benutzung von Drohnen angeht, sowohl also sozusagen Flugdrohnen als auch Seedrohnen, wie wir mittlerweile wissen. Das heißt, man denkbar ist natürlich auch ein Szenario, in dem einfach solche Angriffe mit Drohnen, möglicherweise mit Hilfe von partisanartigen Gruppen, die auf der Krim aktiv sind, dass dadurch die Militärstützpunkte der Russen so unhaltbar wären, dass sich die russische Armee zurückzieht. Ich halte das für im Moment sehr unrealistisch. Ein aktueller 12-Punkte-Plan aus Kiew zur möglichen Befreiung der Krim stößt da auch in eine ähnliche Richtung. Da heißt es nämlich, dass Wladimir Putins Krimbrücke, eine moderne Brücke, die die Halbinsel mit dem russischen Festland verbindet und dadurch die Versorgung per LKW und Zug gewährleistet, abgerissen werden soll. Das ist die Brücke, die im Oktober letztes Jahr zerstört worden ist. Die Bilder hast du vielleicht auch noch im Kopf. Zelensky-Berater Michailo Podolyak hatte damals getweetet, alles Illegale muss zerstört werden. Alles Gestohlene muss an die Ukraine zurückgegeben werden. Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Ukraine für die Explosion auf der Krimbrücke verantwortlich gemacht und darauf mit brutalen Drohnenangriffen auf die zivile Infrastruktur der Ukraine reagiert. Sollte die Ukraine im Zuge einer Frühjahrsoffensive bis zur Krim vorrücken können, könnten sich auch noch andere Möglichkeiten ergeben. Auch ein Belagerungsszenario ist denkbar. Momentan sind verschiedene Szenarien denkbar. Die prekäre Wasserversorgung der Krim war immer schon ein Thema, auch seit 2014. Zunächst erfolgte die Wasserversorgung weiterhin über den Kanal aus der Ukraine, aus der Nordukraine. Und dann hat die Ukraine diese Versorgung abgebrochen. Und Russland ist es bei allen Investitionen in diese Region bei der Wasserversorgung bisher nicht gelungen, wirkliche Lösungen zu finden. Und Teile der Krim sind auch eigentlich ein Dürregebiet geworden seitdem. Die Halbinsel hat ein wirkliches Wasserproblem. Das heißt, das sind weiter Druckmittel. Daraus erschließt sich auch, dass Russland einen Korridor halten will zur Krim. Da geht es durchaus vor allem auch um diese Wasserversorgung, die wichtig ist. Aber auch solche Druckmittel werden wieder ins Spiel kommen. Davon würde ich ausgehen. Die USA haben noch im Januar auf Bitten von Kiew nachgegeben und wollen nun doch notwendige Waffen wie weitere HIMARS-Raketensysteme oder gepanzerte Kampffahrzeuge für einen Angriff auf die Krim liefern. Bei Langstreckenraketen zögert Washington jedoch nach wie vor. Und wie sieht es mit nicht-militärischen Lösungen aus? Es gibt natürlich aber auch einen internationalen Kontext. Und die Frage ist dann, für welches Verhandlungsergebnis gibt es Unterstützung aus dem Westen? Und da kann ich mir vorstellen, dass man sowohl in der Ukraine als auch international im Westen nicht bereit ist, den hohen Blutzoll zu zahlen, den es bräuchte, um die Krim einzunehmen. Und dann gibt es verschiedene Optionen. Also man könnte eben das tatsächlich benutzen und sagen, okay, wir verzichten auf eine Offensive, auf Angriffe auf die Krim. Was seid ihr bereit dafür zu geben? Man könnte auch sagen, man versucht verschiedene letztendlich juristische Konstrukte zu finden, die es einem erlauben, den Status quo irgendwie in Einklang mit dem Völkerrecht zu bringen. Das heißt, gab es alles schon historisch, man könnte die Krim sozusagen symbolisch verpachten an Russland für 99 Jahre oder für einen bestimmten Zeitraum. Man könnte auch sagen, wir belassen den Status quo. Wir erkennen das nicht an als russisches Territorium. Wir erkennen aber an, dass das jetzt die politischen Gegebenheiten sind und wir verpflichten uns in einem Zeitraum von 10, 15, 20 Jahren
regelmäßig über den Status der Krim zu verhandeln. Die Krim. Ein Faustpfand für den Frieden? Es ist nicht auszuschließen. Vor allem die Hafenstadt Sewastopol ist für Russland ungemein wichtig. Sollte Russland Gefahr laufen, die Krim samt der Hafenstadt zu verlieren, es wäre vor allem für Wladimir Putin existenzbedrohend. Für Putin ist die Krim der für Russland mit wichtigste Teil der Ukraine. Das zeigt die Annexion 2014. Eine vollständige Rückeroberung der Halbinsel wäre für die Ukraine nicht einfach. Könnte also eine Belagerung, eine Verhandlung um die weitere Wasserversorgung und um Sewastopol Putin dazu bringen, den Angriffskrieg zu beenden, die russischen Truppen aus den restlichen Teilen der Ukraine zurückzuziehen? Oder wäre eine von Russland nach wie vor dominierte Krim eine dauerhafte Bedrohung für die Ukraine, trotz eines möglichen Friedensvertrags? Was glaubst du? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich außerdem noch über ein Like und wenn du dieses Video teilst und BR24 freut sich, wenn du abonnierst, denn BR24 ist einfach besser im Abo. Merci und ich sehe dich gesund im nächsten Video.